Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir tanken jetzt den Tank hier voll bei dieser Heutrocknung. Machen wir kurz was rein, dass wir dann ja loslegen können und dann werden wir sehen nachher, dass wir nachher, ja. Also der mäht gerade unser Fuzzi hier für Gras, der zieht gerade einen Runden rum, ne? Und sobald der mit durch ist, lassen wir in die zweite Runde fahren, Anführungszeichen, ne, im zweiten Kurs. Und dann können wir anfangen mit dem Gras sammeln. Ich muss ein Stückchen selber spatten, weil ich da dem Fahrzeug nicht reingegeben habe mit Spatt. Nun müssen wir sehen, dass wir irgendwie klarkommen, ne? Ah, sind noch ein paar Meter. Wird gehen, Entschuldigung. So, gleich leer. Extra nicht voll gemacht, ne? 2,7. Mal sehen, wie viel damit fertig kriegen. So, leer. Dann fahren wir einen guten Anhänger in die Garage. Anführungszeichen. Dann wollte ich mal schauen, ob wir noch. Was Mist haben wir noch ein bisschen? Können wir noch gleich machen, weil die stellen wir daneben. Ich glaube, der Engel wird ein Grobs geraten, aber wie gesagt, die sollen nochmal nicht so oft fahren, ne? Stellen wir nochmal rein. Nicht den Pfeiler nehmen, sondern die in der Mitte das goldene Tor. Darin nochmal was Loch lastet. Da muss man drin sein im Pfeiler. In Richtung geht zum Fahren. Denn das soll ja nicht im Weg stehen, ne? Gut. Ich meine, in der Halle voll Diesel getankt, ne? Gut, Benzin wäre gefährlich, ne? Dämpfe, wenn die raustreten, ne? Nicht gut. Wir werden mal gleich schauen, dass wir den Mist wegbekommen, ne? Dann wollten wir noch die Kälber. Ja, die Kälber wollten wir noch umstallen, ne? Ah, das muss nicht heute sein. Jetzt können wir hier auch schön rausfahren, geradeaus. Ne? Also die Falle darf keiner so sehen, die Strommasten. Ne? So ein bisschen optisch. Aber die haben keine Kollision, also da wird man im Prinzip nichts passieren. Deswegen mache ich das hier, weil der schon wieder richtig voll ist hier und vor allen Dingen drückt der Förderband hoch. Irgendwann nimmt er nächstes Mal hier auf, ne? Ah, klingeln die Goldtaler hier, ne? So. Dann werden wir gleich mal den Sammelwagen holen. Einen haben wir da und einen müssen wir noch kaufen. Geld wird gerade so reichen. Aber das lohnt sich, denn Kühe bringen ja richtig Geld. Zum einen über die WGH und zum anderen über die männlichen Tiere verkaufen können. Und später verkaufen wir auch weibliche Tiere, in Anführungszeichen. Sobald wir. Na, erzähl schon. Genug weibliche Tiere haben, dann ist das eine. Sinnvoll
Ah, den brauchen wir nicht reparieren. Ist okay. Beziehungsweise werden wir kurz ranfahren. Die Messer schärfen, ne? Denn der andere muss ja noch fahren, ne? Da ist der Bikron ist ja dabei mit 24 km/h, da ist schon die schnell. Stellen wir noch mal hin. Ach, ich wollte das werfen, na gut, egal. War echt ein Gedanken, ne? Ja, und der macht schon eine Runde, das ist ganz gut. Man muss ja nochmal die Runde fahren, ne? Die zweite, und dann geht nachher. Das dauert eine Weile. Wie lange hat er berechnet jetzt hier? An der Zeit? Oh. 43 Stunden. 43 Minuten, Entschuldigung. Das muss er normal gleich um. Schon Hammer, also. Ja. Gut, dann werden wir nächstes Mal gleich noch ein Fahrzeug holen. War, werden wir eine Ladebahn kaufen. Naja, kann man sich ja vorstellen, wenn der ein theoretisch so, jetzt so lange braucht, was der näher braucht zum Sammeln näher, ne, mit einem Fahrzeug, das wäre unmöglich, wäre fast Katastrophe. Sammeln und Richtung Rolltruppen fahren, ne, das ist schon sehr viel. Den stellen wir jetzt mal Richtung Gülle ab und lassen ihn mal volllaufen, wenn es klappt. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Dann müssen wir einen anderen Traktor nehmen dafür. Können auch den blauen nehmen, ne? Den Mond. Der muss ja nicht schnell fahren. Ich muss ja schnelle Fahrzeuge haben, die jetzt rein können. Ne? Wir haben leider nur einen Fendt, aber die könnte dir im Weg stehen, ne? Aber immer nicht. Die machen wir nicht. Wir machen wir keine Gülle. Stellen wir hier mal ab. Dann klicken wir den mal aus. Und zwar Kontakte, nicht Frau Deichsel. Oh. Und jetzt gehen wir mal zum Händler. Wir fahren zum Händler und dann, beziehungsweise, ja, wir werden auf jeden Fall einen Anhänger brauchen, weil so viel Gras, wie wir es nicht kriegen, das ist ja. Das nächste Mal können wir ja Silageballen pressen, damit haben wir jetzt theoretisch genug. Wenn wir genug Heu haben, dann können wir ja so einfach pressen. Aber wie gesagt, immer noch ein bisschen warten. Die Menge wird schon gewaltig sein, also. Ja, so geht schon, wenn wir ein Licht haben, ne? Pfeile sich nach vorne oder weg von was. Die Ränder stören mir ein bisschen, aber gut. Das löst sich auch nicht auf. Das ist eine verrotten tut es, aber nicht auflösen. Ne? Das ist, glaube ich, technisch nicht so einfach. Das ist eine Frage der Programmierung, dann geht es auch weg. Naja, die eigenen Felder, die ernten wir entsprechend gut ab, ne? Also alles. Und der KI-Bauer macht es halt nicht so hundertprozentig. Das ist auch nur ein Schönheitsfehler, das ist nicht ein Problem. Mein Feld 28, oh, hier sind Rüben, ne? Viel Spaß. Ich mach das nicht. Ne, Rüben, das ist am besten, also dann müssen wir auch die entsprechende BGH haben, die drin schon Rüben Schnitzel nimmt. Denn Zucker, verkaufen Zuckerfabrik,
bringt das nichts. Also, ich habe da neulich gelesen, in Russland, da haben die zu viel Zucker auf dem Markt. Die können nicht von leben, die Produzenten, die Zuckerhersteller. Ne? Das ist ein Problem. Ne? So, dann sind wir. Mal schauen wir mal gleich mal, ob wir alles Schönes finden. So, wir brauchen nämlich ein Grassammelwagen. So, Mähtechnik. Na, das brauchen wir nicht haben. Wir wollten ja Güllefresser, Schwatten, Holzmaschinen. Die Transport, Ladewagen. Da haben wir es doch. Wir haben ja jetzt bis jetzt ein Krone. Ein Krone, der hat ja 43. Ja, den haben wir. 56, das ist schon gewaltig. Und der hat 53. Der kostet immer weniger. Der kostet weniger, aber haben wir beides nicht. Der ist auch nicht bezahlbar. Müssten wir uns was leihen. Bisschen. Es geht in dem Fall nicht anders. Aber wie gesagt, sobald wir nachts wieder Einnahmen haben, dann zahlen wir das gleich zurück. Und 200.000. Dann nützt ja nichts, wenn wir das Mieten, näher die Mietkosten zahlen, dann haben wir auch die Zinsen bezahlt. Ne? Krone oder Glas. Glas nimmt 53.000. Schulmaker nimmt 4 Mal, ne? Auch 240 PS, die haben wir. Locker. Die Reifen ist egal. Aufbau. Ach so, okay. Oh, das waren draußen, das ist nicht gut. Lenkung. 2, 12. Das sollte keiner sehen normalerweise. So. Schwarzes Bild. Ich wollte nur hier drin schauen. Nicht schön, nicht gut. Gut, kaufen wir. Das war jetzt keine Absicht, also. Ja, bei mir ist das so, wenn ich mit der Maus auf dem Bildschirm rausgehe, dann deaktiviert sich das Spiel. Also es ist nicht weg, aber es ist halt vom Bild weg, ne? Und Lenkung wird jetzt auch weg sein. Wie gesagt. Lenkung hat sich aufgelöst im Widerstand. Ne? Jetzt fällt mir die Tastatur. Ich muss also die Lenkung aber in der Mitte stellen, sonst lenkt er sich immer in eine Richtung. Wieder zurück. Man kann auch Gas geben und lenken, das geht auch. Aber wie gesagt, Lenkung ist null Widerstand. Fährt sich schlecht. Aber ist halt so, ne? Also das dauert, ne? Ist ja eh fast die Folge zu Ende in Anführungszeichen, ne? Fast. Aber schön ist nicht. Die Lenkung aktivieren müsste ich den USB-Stecker aufstecken und einstecken. Könnte schnell gehen, kann aber lange dauern. Also die Folge auch zu Ende. Mache ich also halt kurz in der Zwischenzeit, wenn ich unterbreche. Ja, da haben wir einen zweiten Ladewagen, den brauchen wir auch. Wir werden noch einmal Gras mähen. Das Gras ist relativ früh extrem reif, später Frühling, dann ist gut. Dann müsste man im Sommer reif werden. Zum zweiten Mal.
Je nachdem, wie viel Heu wir jetzt bekommen, ne, wollen wir entsprechend Silage machen vielleicht. Ich weiß auch nicht genau. Es kann sein, dass ich Heu mache, wenn zu wenig ist. Und wenn ich jetzt genug Heu habe, auch für nächstes Jahr, dann werde ich das entsprechend Silage machen. Und zuerst mal fahren wir es hier rein in die Heutrocknung. Und trocknen, dann fahren wir das entsprechend rein in die Futterbeschrieg von da aus. Und von da aus nachher, wenn es fertig ist. Aber wenn das dann voll ist, dann fahren wir es in ein Lager rein. Toll. Halt für nächstes Jahr, ne? Ja, da brauchen wir unsere Weile noch. Ja. Aber das ist halt so, ne? Also, wir können den erst noch nicht sammeln lassen, weil die würden sich irgendwann über den Haufen fahren. Gut, dann können wir ihn auch hier stehen lassen. Dann ist das schon mal erledigt. So. Also Kurs fällt mit dem jetzt nicht ein. Aber Folge ist zu Ende. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Jo, hat mich gefreut, heute mit euch zu spielen. Seht ihr schon zu. Sagt mal Tschüss und ciao, ciao nochmal. Tschüss.